Gott hasst Scheidung. Gott ist es leid, dass sie Böses als gut verkündigen und Gottes Harmlosigkeit predigen. Denn ich hasse es, wenn man sich scheidet, spricht der Herr, der Gott Israels, und wenn man seine Kleidung mit Gewalttat bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen, und so hütet euch um eures Geistes willen und handelt nicht treulos. Mit euren Worten ermüdet ihr den Herrn. Ihr aber werdet sagen, womit haben wir ihn ermüdet? Dadurch, dass ihr gesagt habt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Oder? Wo ist der Gott des Gerichts? Malachi 2, 16 bis 17. Dann kommt die Kritik, das steht im Alten Testament. Und was sagt Jesus in Lukas 16, 18? Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und woran erkennst du falsche Lehrer? Dass sie einen lieben Gott predigen, der Sünde erlaubt und das Beste für uns will. Wach auf! Zigtausende werden jedes Jahr wegen ihres Glaubens an Jesus getötet. 11 von 12 Aposteln wurden getötet. Hier ein paar Videos, die zeigen, dass die Lehre eindeutig der Bibel widerspricht. Unser Auftrag ist, Jesus nachzufolgen und nicht einen Jesus zu verkündigen, der die Menschen in ihren Sünden liebt. Wenn Jesus die Menschen nicht aus ihren Sünden herausholt, ist es eine falsche Lehre und ein falscher Jesus.